Servus Freunde, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe von Formel 1 2019. Ja, wir sind hier, um heute das Qualifying zu bestreiten. Und zwar, ja, wir werden gleich dorthin springen. Ich hoffe mal, dass wir im Quali eine bessere Leistung abliefern können als wie bisher. Das ist ja nicht ganz so gewiss. Ihr wisst, die Qualifying-Folge wird jetzt zwar ein bisschen kürzer sein wie die Trainingsfolge, weil klar, Quali ist halt nur eine Session, die ist auch ein bisschen kürzer. Wir werden die Teamerwartungen nicht schaffen können. Das sage ich schon mal gleich. Ich habe, glaube ich, die Schwierigkeit komplett falsch eingestellt. Aber gut, wir werden es trotzdem versuchen. Und zwar hier in der Rennsession, in der Quali-Session. Und dann schauen wir mal, was da so zum Schluss bei rauskommt. So, das skippen wir mal, weil das ist original F1-Content, das ist nicht so geil, das wird sowieso gerne mal rausgestrichen. So, wir gehen jetzt mal hier auf den Monitor. So, kurzes Quali. Setup ist halt jetzt wirklich schwierig. Da gehen wir noch mal ein bisschen runter. Ja, wie schief gehen kann es eh nicht. Fuck, Familienregeln, ich weiß. Und zwar will ich jetzt hier rausfahren. Alles bereit. Und ich glaube, ich habe viel zu viel Sprit mit. Ah, oh, das ist sofort Wiederholung, hoppala. So, jetzt hoffen wir mal, dass wir hier zumindest halbwegs den Platz mitnehmen können. Da sind wir jetzt auf dem Sausage Gap abgeschwommen. Ich will zumindest nicht hinter Williams liegen. Wir wissen, dass die Schwierigkeit nicht passt, was ich eingestellt habe. So schlau bin ich schon mittlerweile. Ne, von Williams, das müsste normalerweise schon hinhauen. Jetzt bin ich echt mal gespannt, was am Ende der Runde so rausschaut. Nee, der Williams bleibt dran. Ach Mensch, ist das deprimierend.
Oh nein! Haben wir es auch in die Mauer gesetzt? Der Frontflügel ist schwer. Das geht ja nicht mit der Maus. Zurück in die Garage. Ach scheiße, Mann, Leute. Reparaturarbeiten am Wagen haben uns etwas Zeit gekostet. Alles klar, Flügel musste getauscht werden. Komm, wir gehen jetzt gleich in die fliegende Runde. Ich hoffe, ich kann auch einen dritten Run dann nachsetzen oder jetzt hier mit zwei Läufen. Ne, 1,24, da komme ich nie im Leben hin. Ich will hier immer zu viel. Aha, das ist halt deprimierend, wenn man weiß, dass der Schwierigkeitsgrad nicht passt. Und du mit dem Ferrari halt hinterher fährst und nicht vorne mit. Und so gut bin ich halt normal nicht in Formel 1. Zurück. Nee, ich will nicht. Wiederholung. Zurück in die Garage. Und dann fahren wir hier noch einen Run. Wir haben ja noch einen Reifen über. Den müssen wir jetzt halt opfern hierfür. Gut, wir werden ihn im Rennen sowieso nicht brauchen. Fertig. Dann gehen wir raus und dann fahren wir nochmal, wenn möglich, zwei Runden. Mehr Reifen haben wir dann eh nicht mehr über. Quali war bis jetzt immer eigentlich eine relativ kurze Folge, so wundert euch diesbezüglich nicht. Ich würde jetzt zumindest im Rennen schon gern Punkte mitnehmen, aber ich glaube, dass das aktuell nicht möglich ist. Ich fahre auch mit kompletter Traktionskontrolle, vielleicht ist das auch so ein bisschen das Problem. Gut, ich habe das bei der Formel 2 eingestellt. Der hier weist dann doch, glaube ich, ein bisschen mehr Traktion auf. Das können wir ja mal hier eigentlich umstellen. Ne, das ist ja bei Fahrhilfen drin.
Dann lässt er mich nämlich auch schon mal ein bisschen mehr zu. Und so über Vollattraktionskontrolle. Bei der Formel 2er war ein ziemliches Biest mit mittlerer Traktionskontrolle. Da fuhr sich relativ bescheiden. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Und schon aktuell bin ich im Delta ein bisschen zurück. So, zurück auf Mager. Wir werden in der nächsten Runde das Ganze nochmal versuchen. Ich glaube, dass trotzdem die KI einfach zu heavy ist. Und habe auch nicht mehr viele ERS-Power. Der ist vergessen zu drücken. Die Zeitverbesserung ist zwar drin, aber reicht nicht. Das ist bitter. So, dann gehen wir hier mal auf beende die Session. Das hilft ja sowieso nichts. Wir müssen der Tatsache ins Auge sehen, dass wir hier eine scheiß Leistung abgeliefert haben. Ich muss das Hemddesign noch hier auf Ferrari anpassen, sehe ich gerade. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Vettel, Hamilton und Lukas Weber. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird zweifelsfrei ein fantastisches Event. Wer ist eigentlich noch mitgekommen? Also wir haben hier Lukas Weber, Devin Butler ebenso in den Top-Teams unterwegs. Bei Haas hat sich nichts verändert. Renault ist auch gleich geblieben. McLaren ist halt Norris, aber der ist sowieso gekommen.
Dann bei Alpha ist auch nichts dazugekommen. George Russell ist eben mit aufgeschrieben und Alex Albon. Ja, das sind ja 6 Formel 2 Piloten aus der letzten Saison hier mit dabei. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Aber Fakt ist, wir sind hinter Williams. Und das 0,8 Sekunden hinter George Russell. Und generell, sage ich mal, wo wir hin sollten, ja, sind wir 3 Sekunden zurück. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall von der Schwierigkeit her noch was ändern. Ich bedanke mich auf jeden Fall für euch fürs Zusehen. Wie gesagt, ab nächsten Rennen müsste das Ganze dann besser passen. Ich bin jetzt auf jeden Fall raus. Ciao, Leute.